Bin ja schon ein wenig von dieser Statue begeistert, wenn ich ehrlich bin. Das war hier nichts. Ach ja, dass da hinten auch noch eine Statue gewesen wäre, aber. Oh! Das ist der Magister. Das heißt, er wäre direkt in der Nähe gewesen. Cool. Mein Lieber, ich habe deinen Magister getötet. Ja. Hätten wir den mal vorher gesehen. Naja. Kann ja nicht immer klappen. Was hat es hiermit auf sich? Natürlich. Bin schon unterwegs. Ja, ich sehe es. Natürlich. Wenn wir jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen, oh Gott. Okay. Bin schon unterwegs. Okay. Wir gehen am besten erstmal hier einmal rum. Los geht's. Irgendwas sagt mir, dass das ein guter Anfang wäre. So, dann gehen wir hier rum. Hier rum. Los geht's. Und dann hier. Und dann verbinden wir es. Sehr schön. Geheimnisvolle Truhe. Erleuchtung. Okay. Ein bisschen ironisch, weil ich durch diese Truhe so gar keine Erleuchtung bekommen habe. Aber zugleich auch wiederum schon, weil ich ja das Item Erleuchtung erhalten habe. Dennoch fühlt es sich nicht so an, als hätte ich eine Erleuchtung bekommen. Okay, Inschriften haben wir. Wir haben Waren des Händlers. Mrs. Ja, bald zu Kendrick. Und Ines. Ines! Bin schon unterwegs. Ines! Wir haben deine Samen, die du benötigst. Den hat es nicht so gut mitgenommen.
Hattet ihr Glück? Habt ihr nördliches Dorngras gefunden? Ja, hier sind eure Samen. Ausgezeichnet. Seht sie euch an. Sind sie nicht beeindruckend? Diese glatte Samenschale, wie Onyx. Ihr, mein Freund, habt wahrlich ein Wunder vollbracht. Hier, ich habe euch einige Kräuterarzneien gemischt. Und hier ist auch eine Liste mit Anweisungen, damit ihr sie selbst herstellen könnt, wenn ihr möchtet. Und nun ist es Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja irgendwann erneut. Viel Glück. Vielen Dank. Aber ich mag das zu bezweifeln. Gut. Einfach weiter auf Stärke gehen. Massaker. Machen wir so. Könnte nämlich sein, dass wir noch die ein oder andere Fähigkeit bekommen. Ich würde schon gerne in die Tiefen hinein. Vielleicht gibt es da ja noch was für uns. Und ich meine, lieber jetzt nachgucken als irgendwann später. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht sollten. Wobei. Nee, ich glaube, wenn wir da jetzt reingehen, dann könnte das ziemlich böse enden. Sofern sie noch da sind. So, aber wir haben ja alles abgegrast. Sehr gut. So gefällt mir das. So muss es sein. So, das bedeutet, wenn wir jetzt nach Amaranthine zurückkehren, dann können wir zu Kendrick gehen und er gibt uns halt ein paar Belohnungen. Für unsere Mühen. Dann können wir rein theoretisch noch zu Wynn gehen und dann gehen wir zurück zu unserer Wacht. Denn wir haben ja Granit gefunden. Wahrscheinlich bräuchten wir dann ein paar Soldaten dafür, das ist ja klar. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Was? Festgedrückte Erde? Ah! Ich habe seinen Schatz gefunden. Das ist ein... Oh mein Gott! Ey, wir... schaffen auch noch Dinge ohne diese blöde... Tab-Funktion. Ne, das Gift hätte ich niemals erkannt. Das Gift hätten wir niemals erkannt. Oh mein Gott. Anschlagtafel der Kantoren? Ne, da wollen wir noch nicht hin. Stimmt, Wynn sollte jetzt auch nicht mehr da sein. Mm. Hi. Nehmen wir das Gift einfach mal mit. Wie viel Gift wir jetzt hier haben, ist jetzt unklar, schätze ich. Eine Truhe. Warum hat hier wirklich jeder Händler Gift? Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. So. Quest absolviert. Welche denn? Inschriften Waren des Händlers. Ines. Ja, die Handelsprobleme, die haben wir ja, ist ja klar. Okay, wir müssen, glaube ich, zu jedem einzelnen Stand hin. Los geht's. Oh, ne.
Das war schon das ganze Gift. Runter von unseren Straßen. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Und das verschollene Schwert, aber das können wir ja noch nicht holen. Beziehungsweise wollen wir noch nicht holen. So. Werfen wir einen kurzen Blick. Auf die Anschlagtafel. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Alter, jetzt halt doch einfach mal, ich weiß so. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde? Gut zu wissen. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt, so gibt es nur einen Gott. Und er ist unser Erbauer. Okay. Bei lebendigem Holz. Ja, aber wir haben halt keine Waldgeister mehr. Also schön und gut, dass die irgendwas machen müssen, aber ohne Waldgeister geht das halt schlecht. Müssen wir mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zur Wacht und reden da mit unseren Freunden. Denn wir haben ja ganz klar noch einige Sachen zu erledigen. Hallöchen. War eure Suche nach Granit erfolgreich? Ja, im Vendanwald gibt's Granit. Ausgezeichnet. Nur leider kann ich nicht riskieren, dass meine Männer von dunkler Brut angegriffen werden. Ihr müsst einige Soldaten aussenden, die den Ort sichern. Ist das wirklich nötig? Ihr dürft eure Festung nicht vernachlässigen. Was würde mit eurem Land geschehen, wenn die Wacht fällt? Händler und Bauern haben einer Armee der dunklen Brut nicht besonders viel entgegenzusetzen. Na gut, ihr bekommt eure Wachen. Hab Dank, Kommandant. Die Wacht wird nicht fallen, das schwöre ich. Das hoffe ich. Standhafte Wacht. Okay, aktuelle Quests. Die Macht des Golem. Reines Eisen, Blutlotus. Ah, fuck, wir hatten ja... Ah, kacke. Wir hatten ja Blutlotus am... Ah, Mann. Am Vendanwald. Mann. Oh, das ist doch... Ist doch Mist. Nee. Wo sich Mischa aufhalten soll, keine Ahnung. Bis der Tod uns scheidet. Wenn dann weit... Ja, wir müssen nochmal in den Vendanwald, das ist... Oh, das ist ja großartig, ey. Ihr seid zurück. Ah. Ja, ich will handeln. Nimm das hier einfach. Rubin, Pergament. Haben wir hier noch was? Kommandant? Ja. Nein. Vielleicht können wir ja nochmal hier hineingehen und ein nettes Gespräch abhalten.
Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr kein grauer Wächter sein müsstet? Eine merkwürdige Frage. Ich fühle mich ein wenig überrumpelt. Tatsächlich? Habt ihr nie darüber nachgedacht? Hat denn nie jemand die Wächter wieder verlassen? Man... Man kann sie verlassen, aber dann ist man auf ewig gezeichnet. Man kann zwar weglaufen, aber man kann sich nicht verstecken. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Um ehrlich zu sein, hat mir die Vorstellung, irgendwo festzusitzen, noch nie behagt. Es erinnert mich an den Zirkel. Nach meinem 7. Fluchtversuch hätten sie mir ja zumindest zugute halten können, dass ich es versucht habe. Wie kommt es, dass sie euch nicht einfach hingerichtet haben? Ihr kennt doch die Kirche. Sie hält nicht viel von Hinrichtung. Wenn man tot ist, können sie einen ja nicht mehr foltern. Wenn man seine Läuterung bestanden hat, können sie einen nicht mehr zu einem Besänftigten machen. Ich wette, sie bereuen es, diese Regel aufgestellt zu haben. Um ehrlich zu sein, war das Einzige, was ich am Zirkel jemals vermisst habe, dieser Kater. Ja, das hattet ihr schon vorher erwähnt. Es gab Zeiten, in denen dieser dumme Kater die einzige Person war, die ich zu Gesicht bekommen habe. Abgesehen davon, dass er natürlich keine Person war. Aber ich habe ihn trotzdem gemocht. Der arme Lord Pusche. Was meint ihr mit dem armen Lord Pusche? Ein Dämon des Zorns hat von ihm Besitz ergriffen. Aber er hat 3 Templer erledigt. Ich war noch niemals so stolz. Ein Hoch auf Lord Pusche. Findest du nicht auch, Sir Naseweiß? Na, wer ist ein braves Kätzchen? Ja, genau, du bist ein braves Kätzchen. Okay. Ist, ja. Okay. Die Händler, denen ihr in Amaranthine geholfen habt, waren so beeindruckt, dass sie regelmäßig Karawanen zu uns schicken. Ich habe also neue Ware. Wenn ihr sie sehen möchtet. Natürlich. Und lass mich raten, ihr habt nichts, was mich interessieren könnte, oder? Wer hätte es gedacht? Nichts. Ah, natürlich. Oh, bei Rucksack. Mal 4 ist immer interessant. Natürlich. Zack, ja. Zack. Oh. Ja. So. Okay, wir gehen wieder in den Vendanwald. Ja, danke. Cool. Und der Behauptnehmer alle, ich würde die Luft verpesten. Wovon redet ihr denn jetzt schon? Wieder. Von Katzenpisse. Euer kleines Kätzchen bringt mich zum Kotzen. Hör gar nicht auf ihn, Sir Naseweiß. Du riechst wundervoll. Okay. Lass doch sein armes Kätzchen in Ruhe. Hat dir nichts getan.